Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Shadowlands, der nachtgeborene Krieger. Wir sind auf dem besten Weg zu Level 60, haben fast Level 57 erreicht und wir sind jetzt hier für die Runen. Ja, eine nette kleine Ingame-Cutscene, die diese Runen hier schön für uns erleuchten lässt. Always ready for battle. Und die gute Draka erzählt uns noch was. Es ist gut, Verbündete zu haben, sogar solche, die ein wenig dickköpfig sind. Okay. Ich sehe, du hast einen neuen Verbündeten oder sowas in der Art. Und eine weitere Rune wurde ermächtigt. Bei Blut und Donner, wir werden unsere Feinde zerstören. Okay. Nur noch eine Rune bleibt übrig. Wir sollten zum Haus der Auserwählten zurückkehren und zu Margrave Craxus. Berichten, so rum. Er wird wissen wollen, wie weit wir gekommen sind. Wir werden reporten zu Craxus. Hold this ground until we return. As you command, Baroness. Oh, Mavic. See you soon. Meredith? Ah, Caligon. Okay, warum fliegt die einfach weg? Warum kann ich da nicht mit? Was soll das? Das finde ich nicht nett. Das ist tatsächlich einfach unhöflich. Lässt die mich hier einfach so zurück. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Sotele. Übrigens habe ich meine Frame-Einbruch-Probleme nicht gelöst. Sie waren einfach wieder da. Dann habe ich meinen Treiber abgedatet. Dann waren sie immer noch da. Dann habe ich auf den neuesten Treiber abgedatet. Dann waren sie immer noch da. Und jetzt sind sie auf einmal weg. Da waren sie wieder. Habt ihr gesehen? Ja? Kaum erzähle ich davon. Ich habe beim besten Willen einfach mittlerweile überhaupt keine Ahnung, woher das kommt, diese Lags. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Ich schieb's vielleicht noch auf die Grafikkarte und das war's. Also mehr kann ich mir einfach nicht vorstellen. Gerade. Und ja. Ich stehe auf der Warteliste für eine 3080. Mal gucken, wann da mal eine für mich verfügbar wird. Und naja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ob das überhaupt was wird. Wir sehen hier. Da ist was passiert. Ganz viele tote Konstruktsoldaten. Und da ist Baron Virus. Als einziger steht er noch hier. Virus, what happened here? The constructs retaliated. There were too many. They destroyed the necropolis. Cruxus. Outsider, with me, now. Ja, der gute Baron sitzt hier mit vollem Life. Und die spawnen einfach. Ja, das Haus der Konstrukte hat wohl zurückgeschlagen. Wir sehen hier mehrere tote Konstruktsoldaten, die wohl ja, trotzdem den Angriff halbwegs erfolgreich hinter sich gebracht haben. Obwohl, man sieht nur tote Konstruktsoldaten, ne? Das ist Craxus. Victory is out of reach. We must open the seat of the Primus. And what if that hall stands empty? No. The seat is a fool's errand. We are chosen. We rely on strength of arms. We must gather our mightiest soldiers. Even our missing Baron. Was he not lost to the Maw? This mortal claims to have escaped the Maw's clutches once before. Let us put their words to the test. Okay. Wir haben, Margrave Craxus liegt hier und ist tot, der Arme. Ich mochte ihn eigentlich. Und jetzt sollen wir in die Maw reisen, um dort einen ihrer Barone wiederzuholen, der wohl in der Maw gelandet ist.
Ich werde meine Soldaten anweisen, Krexus die Ehre zukommen zu lassen, die ihm gebührt. Yay! Level 57. Deine Ankunft hat Maldraxus in Flammen versetzt. Wenn du irgendwelche Ehre übrig hast, wirst du das tun, wonach ich frage. Ich glaube, ich weiß, wo unsere Antwort liegen könnte. Der Baron vor Draka wurde an die Mor verloren. Es wird gesagt, dass du diesen dunklen Abgrund betreten hast und zurückgekehrt bist. Wenn der Baron überlebt oder überlebt hat, könnte er über unseren nächsten Schritt Bescheid wissen. Du kamst hier von Uribus. Kehre dorthin zurück und schau, ob du einen Weg zurück in die Mor findest. Ich habe, glaube ich, meinen Ruhestein immer noch da. Das heißt, wir können hier... wir stellen uns mal hier so hin. Guck mal. So. Habe ich eigentlich den Kyrianer... Warte, kann ich den Kyrianer Ruhestein eigentlich jetzt benutzen? Ich habe mich ja noch nicht für einen Pakt entschieden. Habe ich den nicht? Kyrian? Doch, habe ich. Ich kann ihn tatsächlich einfach benutzen. Okay, das ist der Kyrianer Ruhestein. Sehr interessant, dass das einfach geht. Unerwartet auch. Ich meine, ich bin ja kein Kyrianer. Aber anscheinend sind die Ruhestein-Models oder die Ruhestein-Animationen alle unabhängig vom Pakt. Man braucht einfach nur den Pakt, um sie sich einmal anzueignen. Und alles Weitere ist dann wohl einfach kein Problem. Das ist ja sehr interessant. Dann habe ich jetzt wohl deutlich mehr Motivation, meine Twinks nochmal zu spielen. Gut, da haben wir übrigens einen Kyrianer stehen, ne? Wir sehen hier Centurions, einen kleinen Steward. Und hier vom Ardenwald haben wir noch keine Abgesandten. Genauso von Maldraxus und von Revendretz ist hier auch noch niemand angekommen. So, da ist der gute Bolvar. Was gibt es Neues von Maldraxus? Bolvar hört dir zu. It would seem you must brave the horrors of the Maw once again. I know not how to locate this missing Maldraxi Baron, nor our living allies, but I believe I can help you find Darien Mograin. That's a start, at least. Honored voice. We seek entrance to the Maw. There is but one path to that dark realm. The same route all souls destined for damnation must take. But be warned, mortal. Though you escaped the Maw once, you may not be so fortunate a second time. I will aid you as best. We know the risk. There is no choice but to try. Nimm dieses Amulett. Genauso eins wird von jedem Einzelnen der Four Horsemen getragen. Die Amulette sind mit einer Macht verzaubert, die sie zusammenbindet. Diese Verbindung sollte euch helfen, Darien Mograin zu finden. Ohne Zweifel hat Darien unzählige Schrecken in der Mor gesehen. Vielleicht hat er sogar den vermissten Baron gefunden oder gesehen. Lasst uns hoffen, dass er uns zu unseren Azerothianern und unseren azerothianischen Verbündeten führen kann. Azerothianisch. Find Darien and he will aid your hunt for the missing Baron. Ja, wir sollen einmal den guten Darien finden. Ich frage mich immer noch, warum ich nicht einfach hier runterspringen kann. Die sind doof.
in den Ring der Transference. Der erklärt einmal kurz, wie das funktioniert. Nicht so spannend, wir können einfach springen. So, da haben wir leider keine coole Animation mehr. Bisschen schade. Wumms. Da sind wir auch schon gelandet in Nemo. Das Areal ist ruhig. Es gibt kein Anzeichen von euren Verbündeten. Das Amulett, das Bolvar euch gegeben hat, flickert mit einem seichten roten Licht. Dann wird es dunkel. Damit es Darian Morgrain finden kann, müsst ihr einen Weg finden, um seine Macht wiederherzustellen. Du erinnerst dich an ein Areal namens Zwowalds Kessel, das mit dunkler Magie erfüllt war. Vielleicht kann des Amulettes Macht dort wiederhergestellt werden. Jetzt würde mich interessieren, hier unten ist ja der Eingang zu Avenari. I have limitless time. You do not. Hä? Waren wir schon mal hier unten? Nee, oder? Haben wir Avenari schon kennengelernt? All mysteries will be revealed. Ich bin wenn, dann ist es ewig her. Schreib mir mal in die Kommentare, bitte. Haben wir Avenari schon kennengelernt? Oder ist das einfach irgendwie Stranger Glitch, gerade, dass wir den da stehen haben? Es scheint auf jeden Fall... Oh, Kotze. Kokitus? Kokitus? Ich finde ja diesen... Guck mal, also Torgas alleine ist schon ein ziemlich geiler Anblick. Aber ich finde diesen Fluss halt einfach cool, der sich hier so komplett durch durch die ganze Scheiße eben einmal durch ömmelt. Ja, ich bin nicht auf dem Parler. Das vergesse ich immer wieder. Ich bin kein Parler. Mann. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Ja. Gehen die Kleinen auch? Nein, ich gehe natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Der Große wird aber erzählen. Ja. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir Avenari kennengelernt haben schon. Ich meine aber nicht, oder? In Bastion erinnere ich mich nicht dran, dass ich unten war. Und in Maldraxxus definitiv noch nicht. In der Intro-Quest kam der doch definitiv vor, oder? Oder sie. Ist das ein Er oder sie? Ich habe keine. Ich glaube, sie, ne? Avenari ist eine sie. Ich weiß es nicht. Woher soll ich sowas wissen? Kann man das doch nicht merken. Aber ich meine, wir lernen Avenari noch kennen. Dachte ich. Naja, vielleicht habe ich auch einfach irgendwas verwechselt. Oder das Spiel hat was verwechselt. Ist ja auch egal. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr es wissen solltet. Ansonsten müsst ihr das natürlich nicht tun. Wenn ihr es auch nicht wisst. Würde mich nur interessieren. Okay, hier ist kein Gegner mehr. Corridor Creeper. Da ist einer. Die Kleinen können wir eh vergessen. Guck mal, dass ich nur hier pulle. Dann jumpen wir einmal noch nach hier. Hier mit rein. Okay, die stehen jetzt einfach nur da. Und haben überhaupt keinen Bock auf mich. Ich habe ein bisschen Spell Reflected. So. Ich glaube, das lief ganz gut. Man merkt, ne? Krieger läuft. Kommt alles wieder. Man kennt es von früher, so wie die Animaniacs. Ich habe die neue Animaniacs-Staffel geguckt. Ich war sehr zufrieden damit. Sehr, sehr zufrieden. Falls das überhaupt irgendjemand noch sieht hier. Erstmal hi. Und zum zweiten Mal. Ich
habe in meinem Kopf ja schon länger eine Cthulhu-Reihe geplant, wo ich die Regeln und das Grundregelwerk mal zusammenfassen und erklären wollte. Und das geht natürlich nicht in einem Video. Ich hatte überlegt, das vielleicht zum Sonntagsthema zu machen, Call of Cthulhu, und dann halt immer mal da ein Video rauszubringen. Ich weiß nicht, ob ich es für diesen Sonntag schaffe. Ich habe noch nichts dazu vorbereitet. Das ist ein riesengroßer Aufwand, den ich da erstmal betreiben muss, um das ganze Ding zu machen. Aber auch hier bitte schreibt in die Kommentare, wenn euch das interessiert, ob euch das interessiert. Passt das überhaupt? Ist das überhaupt Content, den ihr sehen wollt? Ich möchte ihn gerne machen eigentlich. Aber es ist wirklich eine Menge Aufwand. Es ist ungefähr so viel wie ein Lore-Video. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und die habe ich auch versprochen, dass sie irgendwann mal wiederkommen. Es ist das Jahr der guten Vorsätze. Irgendwann kommt es auch wieder. Das Amulett glüht rot. Das Amulett glüht, brennt rot in eurer, brennt heiß in eurer Hand. Die Magie, die durch es durchläuft, zieht leicht an eurem, in eurer Hand. Vielleicht kann nun die Verzauberung, die von Wolver angesprochen wurde, verwendet werden, um Morgraine zu finden. Ah ja, du bist eine Todesessenz. Okay, also es wäre, glaube ich, sehr viel cooler, wenn das nicht auf der Karte angezeigt werden würde, wo der ist. Aber okay. Ja, da war, bin ich aber eben vorbeigelaufen eigentlich. Also da hättest du mich ruhig mal, hättest du ruhig mal brüllen können. Ich glaube, der ist unten in der Höhle drin, oder? Das klingt auf jeden Fall deutlich sinnvoller, ja. Dann erklärt es, warum ich nicht gesehen habe. Alles gut. Aha, alles gut. Hier unten in der kleinen Höhle. Der Schlüssel. The Brand. Okay. Uiuiui. Da war ich geslowt. Darien ist in dem Käfig gefangen. Er scheint bewusstlos. Darien reagiert nicht. Der Käfig ist abgeschlossen und scheint nicht einfach kaputt zu gehen. Vielleicht hat der Halter des Keys, dieser Brand, den er erwähnt hat. Der Brand. Gute alte Brand. Der Brand. Oder so. Wie auch immer, was auch immer, wir sehen in der nächsten Episode, was wir dort finden. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.